Grüß dich beim Blattsalat, den schnellsten Schlagzeilen am Morgen. Es gibt einen neuen Impfpass, den Green Pass für Dummes, also so Leute wie mich. Und zwar, da wird erklärt, wie das mit dem Green Pass funktioniert. Hans ist geimpft und hat den Green Pass. Luis lässt sich laufend testen, ist aber nicht geimpft. Hans und Luis treffen sich und gehen gemeinsam in ein Restaurant. Halt darf mir nur. Hans weiß nicht, dass er positiv ist, hat aber den Green Pass und kommt ohne den Test hinein. Weil Luis nicht geimpft ist, lässt er sich testen. Er ist negativ und kommt auch rein. Jetzt hat sich Luis auch mit dem Virus von Hans infiziert, der einen Green Pass hat. Also, liebe Leute, so funktioniert es mit dem Green Pass, so wird er zum Green Spaß. Und weil wir gerade bei dem sein, sensationell, Oktoberfest wird gefeiert, Oktoberfest wird abgehalten. Nein, nicht in München auf der Theresienwiese, sondern in der Brauerei Forst. Und da gibt es jetzt eine Weißwurst. Wer sich impfen lässt, kriegt eine Weißwurst. So ganz im Sinne von den Bauern. Die haben das ja schon lange angeboten. Und die Brauerei Forst, die ist auch schon für Sponsoring gut gewesen. Also ich glaube, es gibt kein größeres Event, das die Brauerei nicht im Laufe in den letzten Jahrzehnten sponsorisiert hat. Und deswegen sponsorisiert sie natürlich auch die Impfaktion. Damit sind wir schon bei den Schlagzeilen der lokalen Medien. Fangen wir heute einmal bei der neuen Südtiroler Tageszeitung an. Da geht es hauptsächlich um beschimpfte Wirte, also die einfach die Wirte, die in das Kreuzfeuer von den Hausbesitzer und von den Getesteten kommen und die natürlich da eine ganz schwierige Situation zu bewältigen haben. Es geht darum, dass sich Eltern jetzt zusammentun und sagen, wie kann man die Kinder von der Maskenpflicht befreien. Und es geht um die sogenannten Fake News vom Enzian-Abgeordneten Unterholzner, der scheinbar da ganz interessante Fake News verbreitet hat. Im Innenteil geht es darum, dass Südtirol ja eine eigene Gesetzgebung bezüglich Öffnungszeiten haben wollte, also bezüglich Sonntagsöffnungszeiten. Da scheint ein bisschen ein komischer Wind aus Rom zu kommen, aber es ist ja nicht Neues. Wir gehen zwar windschlüpfrig und bucklig nach Rom und kehren aber aufrecht aber, und kehren natürlich wieder von Rom zurück. Es geht weiter um den absolut dritten Stich, also den will man haben, obwohl scheinbar die amerikanische Gesundheitsbehörde die Booster-Dosis von BioNTech und so nicht ganz genehmigt haben will. Darüber wird es morgen sicherlich viel mehr in der Zeitung lesen. Wie gemerkt, die ausführlichen Informationen kommen allemal viel am Tag nachher. Ich erzähle eigentlich das schon gestern und die nächsten Tag sind sie ausführlich in der Zeitung, wie wir bei ein paar Sachen nachher weiter hören werden. Wie gesagt, nachher ausführlich in der neuen Südtiroler Tageszeitung das beim Strombonus, der eigentlich ins hat zugesprochen werden sollte. Jetzt heimst das Land selber das Geld hin, ist ja richtig. Die Armen heute haben kein Geld und wir müssen einfach schon ein bisschen die unterstützen. Das ist, finde ich, rechtens und gerecht. In der Tageszeitung will ich auch die, wer nicht vermietet seine Zweitwohnung, kriegt eine saftige Strophe. Und natürlich auch ein bisschen das Debakel von die Rechten bei den Gemeinderatswahlen in Italien. Und das waren eigentlich schon die wichtigsten Sachen in der neuen Südtiroler Tageszeitung. Die Tageszeitung Dolomiten beschäftigt sich auch um den Strom. Sie titelt kein Preisvorteil beim Strom. Wir schauen weiter durch die Finger. Ist eigentlich auch nicht Neues. Eine gute Meldung, der Kubaturbonus, also wer sein Haus saniert, der wird verlängert. Aber wenn es nach der Sanierung ein Klimahaus B wäre,
sonst ist nichts. Wenn das so ist, wenn man die 110%, was uns schon der County und der Trage versprochen hat, dann na gute Nacht. Und der dritte Aufmacher auf der Titelseite von der Tageszeitung oder mitten: Regierung arbeitet an einer großen Steuerreform. Und die Lega, die wendet sich gegen die Steuerreform, weil wenn die so durchzogen wird, wird der Mr. Draghi, der Geldmäzen und Bankenmensch, das vorhat, na gute Nacht, nicht gleich Südtirol. Aber wir werden in nächster Zeit noch viel davon hören. Im Innenteil nachher die Schlagzeilen zu den Regierungsverhandlungen in Deutschland. Union wirbt für Jamaika, also der Mr. Laschet ist wieder im Spiel. Der EU-Abgeordnete, der sagt, die EU ist gegen Schwarzgeld. Das klingt uns jetzt komisch für, weil Schwarzgeld eignet sich für die schwarzen Inseln, halt für die Inseln, wo man das Geld gut deponieren kann. Da passt sich das an, so wie die Chamäleons. Das kennst du, die Chamäleons. Und weiter im Innenteil, da mit ein spannendes Duell in Rom, also da geht es um die Bürgermeisterwahlen. Kurzes Porträt über Franz Wimmer, einem Faktotum in der Südtirol Medien- und Musikwelt. Und wie gesagt, ausführliche Informationen nachher. Strombonus Bürger geht leer aus. Kubaturbonus geht für 5 Jahre in Verlängerung. Zweitwohnung wird ab 2023 zum Luxus. Und natürlich die Schreckensmeldung zum Covid. Ein neuer Fall alle 15 Minuten. Ob deswegen die Essstörungen zunehmen, wie es auf der nächsten Zeit titelt wird, sei bleib einmal dahingestellt. Das war schon das Wichtigste. Heute ist ja auch praktisch, heute erscheint auch der Wirtschaftskurier als Beilage von der Dolomiten. Und im Wirtschaftskurier geht es ausführlich um einen Green Pass. Ich habe nicht gesagt, Green Pass. Was man als den darf und was man als nicht den darf und wer was mit wem. Ein ausführlicher Bericht ist auch das Blackout von Facebook. Darüber sollte man sich Gedanken machen. 1 Milliarde Menschen ist davon betroffen worden, aber ist ja nicht so relevant. Geht uns auch um die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Das ist wirklich ein Thema, das uns ganz, ganz stark einfach beschäftigen soll. Ein bisschen um die Renten und um faires Handeln und so weiter und so weiter. Die deutschen Tageszeitungen, wie kann es anders sein, beschäftigen sich allem nur mit der Regierungsbildung. Ist auch verständlich. Und so soll es auch sein. Im Alto Adige, in der Tageszeitung Alto Adige, da geht es auf der Titelseite hauptsächlich um die Steuern, wenn jemand nicht vermietet. Der große Aufmacher ist, dass die Schulen dürfen wieder kurze Ausflüge machen und im Innenteil Steuerreform, die Niederlage von den Rechtsparteien. Der Kampf um Rom, also der Bürgermeisterkampf um Rom, sonst ist Rom lang schon vergeben. Und was gibt es noch? Ah ja, das Palarese, also die Sporthalle in Rechenbass, wieder zum Testzentrum wird. Und der Hinweis von Landeshauptmann Kompatscher: Es ist unmöglich, die Tests gratis zu machen, weil wo kommen wir da hin? Wir haben zwar Millionen im letzten Jahr ausgegeben für Schnelltests, aber jetzt die Leute, die arbeiten müssen, gratis testen. Nein, sowas ist nicht erlaubt. Und ganz kurz noch, die italienischen Tageszeitungen
einheitlich fast, kann man sagen, 90% die Titelseiten beschäftigen sich mit der Steuerreform von Herrn Draghi und das Nein von der Lega. In dem Sinn, bleibt wachsam und macht's gut.